Radio FFH, Hessens erfolgreichster Radiosender, hat seit Anfang Januar ein neues Moderatorenduo. Evren und der Horst. Sie senden montags bis freitags zur Radio Primetime zwischen 5 und 9 Uhr in ganz Hessen. Für unsere Redaktion von Fulda Aktuell Grund genug, in das Sendestudio nach Bad Vilbel zu fahren und live bei der Morning Show den Kollegen einmal über die Schulter zu schauen. Fulda Musical-Darstellerin Tabea, bekannt aus Die Päpstin, West Side Story und dem Röhn Paulus, sorgt derweil im Internet für Furore. Mit ihrer ersten Single, Anders, scheint sie einen echten Internet-Hit gelandet zu haben. Auf Facebook und auf YouTube könnt ihr euch dieses Video anschauen und es ist sicherlich einen Klick wert. Sei du selbst, auch wenn du anders denkst, ja. Immer engagiert und immer im Einsatz für ein barrierefreies Fulda. Das ist die IGBFD, die Interessengemeinschaft Barrierefreies Fulda. Und sie feiert in diesem Jahr ihr fünfjähriges Bestehen. Mittlerweile zählt sie über 200 Mitglieder und kann auf tolle Events und Veranstaltungen zurückblicken. Unter anderem auch die Rolli-Challenge, die seinerzeit in Fulda für Furore gesorgt hat. Gute Nachrichten für Naturschützer und Tierfreunde. Die Wildkatzen, Luchse und Wölfe kehren wieder in die heimischen Wälder zurück. Dabei helfen unter anderem auch Grünbrücken, wie die im Michelsrombacher Wald. Dennoch werden immer wieder Tiere auf der Autobahn überfahren. Freuen Sie sich auf spannende Geschichten, interessante Informationen und kontroverse Meinungen in Ihrer Fulda Aktuell und auch auf localo24.de.